Los, von einer Deckung zur anderen. Wir lassen ihn raus. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Der kriegt uns nicht. Boah, der war wieder knapp. Knapp vorbei. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Also jetzt krabbeln. Warte, bis boah. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. So. Der ist verdammt hartnäckig. Siehst du was? Alles klar. Alles klar. Das würde ich so nicht sagen, aber okay. Los jetzt. Scheiße, einfach weitergehen. Wo ist er? Wow. Komm ich zu nah. Wo ist denn der? Okay. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Gib's mir, komm. Hat er gleich zwei dabei. Oh, nice. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigt. Was war das? LOL. Sollen wir nicht doch lieber auf einfach spielen? Oh man. Ich wollte gerade aufstehen und sofort unter Feindbeschuss gestanden. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Wo ist denn der? Die Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. 3, 2, 1. Was ist denn jetzt schon wieder los, Alter? Der schießt und ich springe irgendwie kurz auf und bin tot. Was ist denn da los? Oha. Ich wollte doch noch gar nicht aufstehen. Wieso sterbe ich dann? Egal, nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Wir warten jetzt mal. Wir warten jetzt so lange, bis irgendwann es den Befehl gibt. Steh auf. Blitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. 3, 2, 1. Feuer frei. Los geht's. Boah, ich sehe nicht. Da. Da ist die Kim und Con. Los. Wutz. Schön. Ziel perfekt erwischt. Den haben wir erwischt. Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3. Wohin, Jungs? Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt. Und können hier? Die Zwecksabholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Nordseite. Misfit 1-3 in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Okay. Ich glaube, da sind wir rausgegangen, oder? Kann es sein? Da ziemlich auf dem Präsentierteller. Doch, das ist möglich, ja. Da sind unsere. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schalte 1. Auf den Balkon, linke Seite. 2. Direkt geradeaus. Boah. Oha. Vollautomatisch ist halt besser. Also halbautomatisch halt. Ihr wisst, was gemeint ist. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Okay. Schön vorsichtig. Wir geben euch Deckung, ihr könnt los. Ja. Gut gemacht, Jungs. Soll das ein Scherz sein? Ich schieße! Gut, weiter, weiter, weiter. Misfit 1-3, hier Doc Holliday. Vielen Dank. Wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Out. Sehr schön. Komm jetzt immer näher. Ich glaube, die sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Immer den Teammates folgen.
Los, Jungs. Hier rüber, wirklich. Hallo Leute, ich bin wieder zurück. Es tut mir sehr leid, gerade kam ein unangemeldeter Besuch. Aber wir lassen uns den Spielspaß einfach nicht nehmen und fahren gerade hier fort. Wir sollten von diesem verfluchten Dach, sagen wir mal, runtergehen. Und wir sollten etwas überqueren. Wir fangen einfach mal an. Ja, würde ich auch mal sagen. Ich mache mal einen Lautsprecher, Leute. Also mein Kopfhörer. Genau. Also die Animation finde ich ja richtig geil immer. Das kannst du bei COD einfach vergeblich suchen. So, Waffen nehmen und weiter geht's. Schnell rüber balancieren. Los. Boah. Oha, da geht's runter. So. Bisschen Parcourslauf. Hier runter, oder? Chef. Au. Oh. Okay. Und dann hops. Und geschafft. Leute. Luft ist rein. Schönes Ding. Da ist noch einer. Ja, der ist aber ein bisschen langsamer als die anderen. Los jetzt. Auch schön. Wo sind die jetzt lang gegangen? Das war da, okay. Ich will jetzt auch mal runter. Uff, auf unseren Teammate, egal. Hier mal schnell runter und in Deckung. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Alles klar. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass sie okay sind. Was passiert, wenn die PLR die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter, Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campo? Das frage ich mich auch oft genug. So, weiter geht's. Kleines Päuschen, ein bisschen Gesprächsstoff und weiter geht's. Upsala, Granate geworfen. Ah, die laufen alle mit der AK rum, okay. Nicht so cool. Ich will da rüber. So. Den habe ich genatzt. Alter, was wirst du nur eine Granate? Bist du völlig bekloppt, oder? Mann, ey. So, aus der Hüfte weggesprayt. Geht's hier lang, oder? Da, oder? Ja, gut. Ist das die Patrouille? Zwei davon. Reiß dich zusammen. Das sind welche von unseren. Alter. Nicht cool. Hier sind die Zivilisten. Okay. Sind auch noch welche von unseren Jungs. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Misfit-Führung, hier 1-3. Brauche sofort Kessel weg. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Was ist das für ein Kabel, Alter? Das gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Ich hab was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundärdraht, verstanden. Kacke, wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kapp den Draht. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht. Ich bin Freiwilliger, ja, sehr gut. Okay, folgen wir mal. Aufbrechen. Los geht's. Wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Wir müssen schauen, wo der Draht ist. Okay. Verstanden, Blackburn. Folge dem scheiß Draht. Halt die Fresse, du Spast. So, die nächste Tür, oder? Geht's woanders lang. Ah, wir müssen da, okay. Durch einen Belüftungsschacht. Ratten. Und dann nachbeben. Alles in Ordnung da drin? War nur noch ein Scheißbeben. Mach dir keinen Kopf. Alles klar. Verstärkung hier. Sieh zu, dass du den Draht durchschneidest. Lagerräume. Was ist das? Handybombe? Boah. Nicht cool. In die Eier. Komm. Auf geht's.
Alter, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Verpiss dich. Du wolltest es nicht anders. Gutes Timing. Weiter geht's. Los. Wir müssen unseren Leuten helfen. Was ist denn hier los? Boah. Und Little Birds, cool. Alles schön weg. Oh, da wird eine Granate geworfen, nicht cool. Nicht cool. Was ist denn hier hoch? Oh, ein schönes MG. Steht der... Boah, runter. Ja, cool, dass ich die nicht aufnehmen konnte, die MG, Alter. Nicht geil. Nicht geil, auf keinen Fall. Jetzt wissen wir aber, was wir machen müssen. Auf geht's. Nochmal. Raus hier. Schnell, schnell, schnell. Kleinwaffenbeschuss. Okay. So, gleich auf die Brücke. Geh doch rüber, Alter, jetzt. Ey, das ist ein Marine und er kommt einfach nicht durch so eine Absperrung durch. Das ist ja peinlich, ey. Lass mich in Ruhe, verdammt. So, aufsammeln und... Boah, Alter, du wirst ja einfach nur weggenatzt. Ist nicht cool. Ein paar Granaten rüberwerfen. Schönes Zweibein aufstellen und alle wegnatzen, die rüberkommen. Das gefällt mir auch manchmal im Multiplayer. Macht es richtig fun. Einfach mal sein Zweibein auszupacken und dann alle einfach so Rape Train und so. Boah, runter. Positionswechsel. Und runter. Stirb doch, wieso stirbt denn der nicht? LOL. Wieso ist denn der nicht gestorben? Oha. Ziehen sich zurück. Das gefällt mir. So soll's sein. Jede Menge Bewegung ist nicht ganz cool. So, weiter geht's. Schauen wir uns der Weg hinführt. Bunny hopen und dann Ziel. Oh, nice. Gefällt mir. Boah, mit schwerem Kaliber auf alles, was sich bewegt. Immer schön auf die Autos zielen. Was war das denn? Ich höre nichts mehr von meinem Gewehr, Alter. Ich hab mich in scheiß Facebook. Sorry Jungs, aber Leute, nicht nur Jungs, sondern vielleicht schon noch ein paar Mädchen zu, aber ich weiß es nicht. Vielleicht nicht bei Battlefield. Der Little Bird war Geschichte. Ist Geschichte. Oh man, also wenn, das ist ein, fühlt sich vielleicht scheiße an, wenn so ein Hochhaus auf dich drauf fällt. Ist nicht ganz vorteilhaft. Aufstand. Ich glaube, ich kann mich noch an die Mission erinnern, aber ich will nichts spoilern. Von daher, ich kann so viel sagen, es ist Nacht. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als Sie zu mir kamen. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden 8. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir im Hartersbund? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich es nicht.
war dunkel. Als sie sich rauszogen, waren sie begraben. Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? Was war das? Wieder eine gute Frage. Fragen über Fragen, die uns hier beschäftigen. Und das ganze Spiel, diese Verhör. Andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse Sie wählen. Wählen? Was denn wählen? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Oh, Imsi! Muss man sich auch mal vorstellen, du bist hier ganz benommen, kannst nichts tun und dann werden einfach, vielleicht sogar deine besten Freunde einfach vor dir umgebracht. Nicht cool.